Mein Mann kleidet mich jetzt mal ein. Hallo meine Lieben, ihr kennt das, ihr geht mit euren Männern einkaufen und dann zieht ihr was an und er sagt mm-mm, oder und du siehst in den Spiegel und sagst so, hä? Das ist total geil, eigentlich würde ich mir das jetzt kaufen, aber da ihm es nicht gefällt, überlegt man sich zweimal so, kaufe ich mir das jetzt oder kaufe ich mir das nicht? Dieses Problem haben wir eigentlich jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen. Deswegen habe ich auch schon gar keinen Bock mehr, mit meinem Mann einkaufen zu gehen, weil einfach die Sachen, die mir gefallen, ihm absolut nicht gefallen, zu freizügig sind oder oh, das ist zu eng und Ich habe es ihm eigentlich nur mal vorgeschlagen und er hat es einfach mal gemacht. Also, ich schwöre es euch, Leute, diese Tüten, die stehen schon seit Tagen im Wohnzimmer und mir hat es so in den Fingern gejuckt. Ich wollte unbedingt wissen, was er für mich eingekauft hat und ja, jetzt ist es soweit. Ich zeige euch aber jetzt nochmal kurz meinen Kleidungsstil. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr eigentlich so, wie ich mich kleide. Manchmal omahaft, manchmal ganz gut. Also das ist immer so eine Mischung. Was heißt hier gut? Jeder hat natürlich seinen eigenen Geschmack. Ne? Für jeden ist das, was er anzieht, ja gut. Weil zu sich in den Spiegel und sagt, so Leute, heute ziehe ich mich mal hässlich an. Nein, jeder kleidet sich so, wo er denkt, oh, das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Okay, ich würde jetzt sagen, lass uns loslegen mit dem... Er hat 4 Kleidungsstücke gekauft. Und ich würde sagen, fangen wir mal mit dem an. Was ist denn La Luce? La Luce? Ich habe den Laden noch nie gehört. Keine Ahnung, es ist auch nicht gesponsert oder so, falls ihr das jetzt denkt. Kleidungsstück Nummer 1. Okay. Das ist eine Bluse? Es ist eine Bluse. Okay. Es sitzt ja auch gerade. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Es ist sehr schön sommerhaft und das würde ich sagen, ziehen wir jetzt auch einfach mal über. Die Frage ist einfach nur, ob er natürlich jetzt auch die richtige Größe gekauft hat. Er hat Größe 42 gekauft. Bei mir ist das Problem immer, ne, die Brust. Okay, das ist die Bluse angezogen. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht. Ich habe es mich noch nicht im Spiegel betrachtet. Aber so vom Muster, okay, es ist eine Mischung, finde ich, aus omahaft. Nee, omahaft eigentlich nicht, aber es geht eigentlich. 10 Punkten würde ich jetzt 6 geben. Ich habe es mir im Spiegel angeguckt. Ich ändere die Punktzahl nochmal um. Also das, was mir ganz gut gefällt, ist, dass die Ärmel jetzt nicht lang sind, sondern kurz. Das ist für den Sommer natürlich sehr luftig. Es wirkt transparent, aber ich habe jetzt kein Unterhemd an und man sieht aber das Innenleben nicht. Das finde ich auch ganz gut. Und es ist ein bisschen eng. Also es spannt ein bisschen an der Brust. Aber ich denke, nach meiner Brust-OP, dann wird es perfekt passen. Wenn die Brust nicht so groß wäre, dann würde es alles ein bisschen lockerer sitzen und dann wäre es das perfekte Sommerabend. Outfit mit einer weißen Hose oder so. Ich glaube, ich finde es ganz gut. Also ich ändere jetzt meine Meinung auf 8 Punkte. Hast du gut ausgesucht, mein Schatz. Kommen wir zum Teil Nummer 2. Bevor wir zum Teil Nummer 2 übergehen, würde ich Ihnen meinen Mann jetzt nochmal ganz kurz nach dem Preis fragen. Nee, sag mal. Sag doch mal. Okay, ich glaube, es war ziemlich teuer, weil das sieht alles auch sehr teuer aus. Mama, söyle. Okay, 160 Kartoffeln. Okay, es ist schon eine teure Nummer, aber es gefällt mir gut. Warte mal, was ist das denn? Warte doch mal. Was ist das denn? Okay. Das ist das Outfit, ihr seht, das ist hier an der Seite so offen. Mit so... Hä? Warte mal, ich muss das jetzt erstmal anziehen. Ich hoffe, es passt, weil so gefällt mir es eigentlich ganz gut. So, das ist das Oberteil. Ihr seht, hier ist es Bluse und hier ist es T-Shirt und hier ist es so rübergezogen. An der Seite ist es geöffnet. Ich habe es jetzt mir noch nicht in den Spiegel angeguckt. Wie sagt ihr, wie findet ihr das Oberteil? Get away, this is what we waited for. So, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt im Spiegel. Ich glaube, das gehört wirklich so, dass dieses hier oben sitzt und dann das hier unten. Ah, Schatz, das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, ich hätte mir das so gar nicht gekauft oder hätte mir das gar nicht so angeguckt, weil manchmal sieht das halt auf der Puppe oder wenn man so guckt, ein bisschen anders aus, als wie man es anhat. Ah, für den Kusichuma. Ja, gefällt mir gut. Also das ist irgendwie, ich finde es gerade voll stylisch. Was meint ihr? Ich würde jetzt diesem Oberteil 9 Punkte geben. Holy moly, holy moly. Ich habe ihn gerade gefragt, was er denn für das Oberteil bezahlt hat. 250 Kartoffeln, Leute. Das ist natürlich schon eine heftige Nummer. Hätte ich mir das für den Preis gekauft, wahrscheinlich nicht. Aber, jetzt kommt das große Aber,
ich muss sagen, das hat eine heftige Qualität. Also man merkt einfach an Kleidungsstücken jetzt, die teurer sind, dass das einfach richtig gute Qualität hat. Und wenn man sich so ein Kleidungsstück kauft, glaube ich, hat man dann auch erstmal eine Menge davon. Warte mal, daraufhin muss ich jetzt erstmal ein Stück Schokolade essen. Schokolade? Hallo, deutsche Schokolade. Okay, ich habe jetzt hier noch ein großes Kleidungsstück und ein kleines Kleidungsstück. Ich würde sagen, dritte Kleidungsstück öffnen wir jetzt. Okay. Ja, für den Sommer gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ja, es könnte ein bisschen knapp an meinem Arschi werden. Ja, schade Schokolade. Ich habe, also die Hose passt überhaupt gar nicht, weil sie einfach viel zu klein ist. Ich habe sie nicht über den Hintern gekriegt. Ich habe sie zwar an, aber es ist viel zu eng. Ich weiß nicht, was für eine Größe 42 das sein soll. Oder ich habe einfach wieder so extrem viel zugenommen, dass es nicht mehr passt, was ich nicht glaube. 200 Kartoffeln. Sie hat echt wieder eine gute Qualität, muss ich sagen. Also es ist eine Qualität, die ich eigentlich nicht so gewohnt bin, weil ich eigentlich immer nur so günstige Klamotten trage. Wenn ich die Kleidungsstücke so ein paar Mal anhatte, dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr auf die, weil mich das schon langweilt. Aber wenn man so basic weiße Sachen hat, dann hat man auf jeden, dann hat man auf jeden Fall lange was von. So, jetzt kommt das größte Stück. Und da bin ich jetzt richtig gespannt darauf. Eine Jacke. Die mir auf den ersten Blick jetzt nicht so gefällt. Aber wie sieht die aus, wenn man die anhat? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Also ich habe die Jacke jetzt an, die gefällt mir überhaupt gar nicht. Ich finde, das ist eher so eine Jacke für meine Mutter. Die trägt sowas von Bonita oder so. Das ist so eine Jacke. Gefällt mir überhaupt nicht. Würde ich auch gar nicht tragen. Also das war ein Reinfall, mein Schatz, würde ich sagen. Punkte für die Hose würde ich jetzt sagen 5. Und Punkte für die Jacke. Die Qualität ist ganz schön, das ist nicht mein Geschmack. Deswegen würde ich für die Jacke sagen 3. Und außerdem, Schatz, habe ich schon eine Jacke, die so aussieht wie diese. Also, ich glaube, du hast wohl mein Lookbook nicht gesehen. Hm? Wie fandet ihr das Video? Ich fand es eigentlich jetzt so ganz interessant, weil es einfach total spannend natürlich für mich ist, zu gucken, was meinem Mann gefällt, ob es mir gefällt. Im Großen und Ganzen sagen, es war ganz gut, okay, was meint ihr? Eure Meinung würde mich auf jeden Fall interessieren. Und natürlich, wie ihr die einzelnen Kleidungsstücke findet. Wenn ihr gerne einen Teil 2 haben möchtet, dann schreibt bitte in die Kommentare Teil 2, dann weiß ich nämlich Bescheid. Falls ihr meine letzten beiden Videos nicht gesehen habt, dann dürft ihr das hier natürlich gerne tun. Und falls ihr mich nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich hier gerne tun. Abonnieren. Danke fürs Einschalten. Bis dann.